Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Dead Island 2 Stream. Ja, beim letzten Mal haben wir ein paar Nebenquests gemacht, eine Hauptquest abgegeben. Wir sind auf Vermisstensuche, wir suchen Pablo. Und wir dürfen jetzt erstmal rausfinden, in welchen Laden in Venice er sich einmal Insulin und einmal Proteinpulver besorgt hat. Das wird bestimmt eine spannende Suche. So, hab jetzt auch nochmal letztlich mal reingehört. Bin mir nie sicher mit dem Sound, deswegen höre ich immer doppelt und dreifach ab. So, ich gönne mir mal den Energy Drink. Und dann mal gucken. Wir haben hier unter anderem auch eine Nebenquest zu holen. Und wir suchen die Person Davis hier auch noch. Welche Infos haben wir denn zu Pablo? Auf dem Weg zu den Läden am Venice Beach trug eine grüne Kappe und sein WCLA-Bob-Shirt. Weitere Details: Hat irgendjemand Pablo gesehen? Das ist der nette junge Mann aus Apartment 3, der losgezogen ist, um Vorräte für uns Ältere zu holen. Das Letzte, was wir wissen, ist, dass er über die Zäune zum Venice Beach wollte, um nach dem Proteinpulver zu suchen, das Jack braucht. Seit er mit der Chemo angefangen hat. Und ein paar Nadeln für das Insulin in Apartment 6. Das ist schon eine ganze Weile her. Aber wir machen uns Sorgen. Falls Sie weiterführende Hinweise haben, kontaktieren Sie bitte Charlie Dillinger. Ja, die Läden am Beach. Auf jeden Fall. Suchen zuerst Pablo. Einfach treten. Guckt mal hinter euch. Mann, verpisst euch doch mal. Ja, der ist nur gut gegen einzelne Gegner, das Teil hier. Ich nehme lieber den ultimativen Klopper. Der macht immer noch am meisten Spaß. Schon sagen, es klingt so, als ob da was aus dem Lüftungsschacht kommt. So, wo ist Proteinpulver? Eigentlich hier direkt vor mir, oder nicht? Hier ist doch das Proteinpulver, oder nicht? Und da brauche ich ein spezielles. Weiß nicht zufällig, wo das Proteinpulver ist. Dann halt nicht, Madame. Kann ich nicht einfach eins von denen nehmen? Nee, wir wollen ja nicht das Pulver, wir wollen Hinweise auf Pablo. Stimmt ja. Wahrscheinlich dann hinten irgendwie. Nee, hier ist schon Ende der Quelle. Auf jeden Fall hier im Laden. So ein schlechter Spiegel. Jetzt habe ich nicht mal mein Spiegelbild. Ach, da! Hey, wem auch immer der Laden gehört. Der alte Mr. Dominguez von oben hat medizinischen Bedarf wegen seiner OP. Also brauche ich ein paar Sachen, um ihn am Leben zu halten. Bis wir gerettet werden. Zeit, dass ich mich hier bedient habe und dabei irgendwie ein paar Sachen umgeworfen habe. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Ich kann das alles bezahlen, ich verspreche es. Aber hier treiben sich Plünderer rum. Ich will nicht, dass die sich nehmen, was ich dir schulde. Falls Doc Marens Green Laden voller Zombie ist, lasse ich das Geld in Rose Tattoo Studio.
Eine Menge Leute verlassen sich auf mich, du verstehst? Dein freundlicher Nachbar Pablo. Pablo, du bist ein guter. Oh, so polite. Where'd you go next? Wait, tattoos use needles. Probably not the same as insulin needles. But would Pablo know that? Ich habe einfach mal die Ecke hier ausgenutzt. Ich dachte schon, dass du noch am Leben bist. Oder besser gesagt, dass du aufstehen wirst. Ist ja noch so einer. Komm schon, ich suche doch nur einen Hinweis. Hab ihn gesehen? Liebes Rose-Inhaber, es tut mir leid, aber ich musste mir ein paar Insulinladungen für Miss Vela mitnehmen, die drei Türen weiter wohnt. Ihr versteht das doch sicher. Ich hab das Geld, also schaue ich später nochmal nach, ob ihr inzwischen da seid. Ich muss nur erst noch zwei anderen Läden, diesen Muscle Beach Schuppen und dann noch zu Gang irgendwas für Mr. Dillinger. Und hey, sorry, dass ich ein paar Sachen kaputt gemacht habe. Bin gestolpert. Wie wär's, wenn ich mir als Wiedergutmachung euer Logo auf die Brust tätowieren lasse? Ich könnte eure wandelnde Werbetafel sein. Euer zukünftiger Lieblingskunde Pablo. Good job, Pablo. So kann man die Malme auch am laufenden Band vernichten. Seh den Schreier. So, irgendwas mit Dillinger. Ach, der Hammer. I'll find another way in. Doc Marin. Warum? Ich glaube, dem Doc geht's nicht gut. Ciao. Der Gang Green Schlüssel. Ich will doch nur da rein. War ich nicht. Geht mal dahin. Ich überlege gerade, wie ich da reinkomme. In Dächer geht schlecht. Wie muss ich doch da reinkommen können? Wohl, vielleicht komme ich hier doch irgendwo auf die Dächer.
in deine Scheißvisage. Ich vergaß. Entschuldigung, Brigitte. Ich will doch nur da rein. Wo komme ich da rein? Ich kann hier nicht öffnen. Ich kann nur hinten rein, oder nicht? Ja, ich muss irgendwie von dem Gebäude aus da drüber, glaube ich. Kann ich von dort aus so drüber klettern? Level 27. Entflammt. Autofahrer bringt sie in Schwitzen. Grundfund, Angriff entflammen Zombies, aber sie entziehen die auch Gesundheit. Oh. Automatisch aus dem Griff befreien? Finde ich eigentlich auch ganz nice. Noch mal eine Feuerfähigkeit. Okay. Der Pistolero, den ich gerade eben bekommen habe, der geht bestimmt auch auf den Revolver. Komme ich denn da hoch? Ich sehe keinen Weg, da hochzukommen. Ich sehe da eine Leiter. Aber kann ich die auch nutzen? Nee, scheinbar nicht. Ja, boom. Jack Jones. Ich habe Jack Jones gefunden. Oh. Strongman Kühlbox. Wo ist die denn? Die ist auf jeden Fall eine Nachricht. Alright. Is this recording? Yeah. Okay. So the conversation you're about to hear, I'm recording for legal purposes. Hey. I came in here last month for a dye job and I asked for the permanent hair dye. What? I asked for the permanent hair dye. And look at this. Look at my roots right now. The blonde's coming back. I'm with the customer right now. I want my money back. That's false advertising. I could sue. For what? Being a moron? You're in so much trouble you don't even know. I mean, look at that customer of yours. What are you dyeing her hair with? Poison? She looks like she's dying. Get the hell out of here before I call the cops. Oh, don't tell me you're on her side. Yeah, you should be mad, girl. Don't let anyone put poison in your hair. Not today. As if I don't got enough to deal with. Holy shit! People are gonna hear about this. Oh, no, you don't. No refunds! What did I just say? Also was den Zombie angeht, hat die Frau ja das Richtige getan. Bei der Person eher weniger. Da ist immer noch die Frage, wie ich hier über den scheiß Zaun komme. Oh, die Tür konnte man die ganze Zeit öffnen. Ja. Wir reden mal nicht drüber, ne? Ich hab die ganze Zeit um nach einem Weg drumherum gesucht.
Ja, komm ruhig her. Komm ruhig. Nutze es einfach für mich. Oh, mierda. I was rooting for you, Pablo, dude. In another life, huh? Hey, don't you move, man. Whoa, whoa. Easy, dude. Hey, I'm a peaceful man, man. But I will drop you. Okay. No looter's gonna take from the dock, man. Wait, wait, wait. Not here to rob you. Look, money. See? See, I wanna buy things. What? No, nah, man. Sneaking past all my traps? You're a looter, man. No, 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 no. I just need some stuff from my neighbors. The Dillingers say they always come here. Please. You know Charlie? Yes. They live on my block. He comes here for his shakes, right? Shakes! Yeah! Yeah! That's Charlie, man! Why didn't you say something? A customer! Come on over! I'll hook Charlie up! Watch your step, man! What? Whoa! Oh, wow, you sure are dug in! Guess you can't be too careful, huh? Zombies, looters... Ah, sure, man. Like, all us store owners look out for each other. But you gotta look out for number one first, you know? Yeah. Pablo war ein guter Typ. There's a lot of people depending on me too. Oh hey, you have a my neighbor needs one of these. It for sale? For sure, man. It's a store. You got money, you can have it. This is nice, man. I miss chewing the fat with custom. Whoa! Oh, I'm really sorry, man. Forgot that trap was there. Sure knocks the wind out of you, huh? Can't be too careful, man. Zombies, looters. Whoa, deja vu. You ever get that, man? Hey, you okay there? Oh, no, no, no way, man. I was only supposed to knock him down. What do I do? What do I do, man? Oh. Doc, you okay? We heard gunfire. Just a minute! You can't come in! The door's locked! Go around! Doc's not here, man! Also er ist nicht an einem Zombie gestorben, der Pablo. Er ist aus Versehen an der Falle gestorben. Oh, interessant. Wie der aussieht, hätte ich gesagt, er wäre von einem Zombie gefressen worden, aber er wurde tatsächlich aus Versehen weggeschossen. Habe ich den Gangrene-Schlüssel nicht gerade eben eingesammelt? Hier, Gangrene-Schlüssel. Ach so, einfach nur um die Tür zu öffnen. Jemand anderes hat den Schlüssel. Tja, Pablo, doof gelaufen. Hast das ehrlich gesagt nicht verdient, weil du hast dich für andere eingesetzt. So, nächste vermisste Person ist Davis. Den Knopf da, den kann ich nicht drücken, soweit ich das noch in Erinnerung habe, oder? Doch, den kann ich drücken, warum auch immer es sich mittlerweile geht. Ich bin endlich hier drin. Hello. This is Rodriguez hiding up here. Puta! That was loud. But no one coming? Da war die Schrotflinte. Sehr viel Schrott. Still nothing.
This is freaky. Da ist Grütze. Erstmal den Kanister entfernt und dann die Schrotflinte entschärft. Ich sehe schon, was ich brauche. War die falsche Bombe. Loads of traps, but no boots on the ground. Der Person geht sicher gut. Wo ist die Schrotflinte? Einfach nur durch, wie auch immer die Schaufel, die mich verfehlt hat. Hier ist bestimmt was Feines für mich. Warte mal. Dann nehme ich die hier halt mit. Dann halt nicht. Holen wir das Ventil hin? Und überall Schrot finden. Aua. Weg mit der Grütze. Aua. Ich musste das dumme Ding entfernen. Weißt du, man kann es auch übertreiben mit den Fallen. Mag's nicht so wirklich gebrutzelt zu werden. So. Das war der letzte von diesen Teilen, ne? Bitte noch einmal alles sauber machen hier. So. Das kann man hier auch in Ruhe und Frieden einmal durch. Echt viele Schrotflinten. Was wolltest du so massiv verteidigen? Ein Hackmesser. Macht die überhaupt Damage? Das müsste eigentlich ein Volltreffer gewesen sein. Aufmerksamkeit Vorteil. Das könnte ich eigentlich bei jeder Waffe gebrauchen.
Oh, meine erste Uzi. Und hier ist auch eine Schnellreisekarte. Das ist Zeit, ne? Die kann ich jetzt endlich rausnehmen. Die alte packe ich mal rein. Das recycle ich. Und dann kann ich die hier aufbessern. Ich komme, bitte nicht schießen. Are you trying to get killed? The risk makes it fun. Get over here and explain yourself. You always do the opposite of what you're told. Oh, whoops. Must have heard you wrong. Thought you were inviting me up. Stupid. Well, lesson learned. So why are you locked up here anyway? Just shut up, okay? Right now, you are sand in my grease. There's two ways this goes. You make yourself useful, or my boot propels your ass back where it came from. I'm so much more than useful. What's in it for me? Ugh, right. How about some genuine U.S. Army gear? Finest in the world. Or so they tell us. Yeah, all right. Hit me. Then listen up. I got a hole in my defenses. Thuppets keep coming from the pits out back. And contrary to rumor, I'm particular about exposing my rear. Pits? How do I deal with those? Fire. Burn them all. Oh, das klingt nice. Verbrennen klingt immer cool. Blendgranaten. Oh, lecker. Und Elektrosterne. Bessere Liquidierer. Ja, das darfst du mir sowieso mal verkaufen. Du kriegst dafür ein Hackmesser von mir. Ich glaube, meine Knarre ist immer noch besser. Aber die könnte besser als meine jetzige Schrotflinte sein. Oh ja, Schrotmunition. Endlich kann ich das herstellen. Ach, die großen Kaliberpatronen bitte. Das wäre eigentlich besser als das andere Ding. Medikits kann ich mir auch herstellen. Patronen darfst du mir einmal geben. Well, what are you waiting for? After getting to Ocean Avenue, this should be. Head towards the shoreline. Die würde ich beide gerne einmal ausprobieren. Aber geil, ich kann jetzt endlich alle Patronen herstellen. Oh, manche denken, ich wäre bekloppt, manche wiederum nicht. Ich mache dann deine Aufgabe zuerst. Davis können wir gleich noch suchen. So. Endlich kann ich alle Arten von Munition herstellen. Das ist sehr angenehm. Außerdem, bei meinen Knarren muss ich was ändern. Schädigung gegen, wo ist es? Das ist offenbar nicht für jede Waffe. Da, bei der kann ich das machen. Schaden und Kraft. So, jetzt muss ich zu den Todesgruben. Die schießt auf jeden Fall sehr schnell. These are the death pits. Joder, puta! It
went up like that. Geh mal da rein. Die Uzi ist schon nice. Auch wenn die kaum Schaden hat. Die schießt schnell genug, dass sie das wieder wettmacht. Aber so gesehen eine bessere Pistole. Riecht ja köstlich hier. Einmal. Okay, das waren die diese Schock-Shurikens. Die ersten Shuriken mochte ich ja schon, ne? Die Schock-Shurikens sind einfach nur noch besser. Nehme ich statt den, statt der Köderbombe. Die Köderbombe ist zwar auch nice. Obwohl, der Schaden, der ist echt schwach. Nee, dann doch die Köderbombe. Ich dachte, die hätte wesentlich mehr Schaden. Schaffst das schon. Kabum. Irgendwie stinkt's hier. Mac Spitzfire. Boah, die Munition davon verbrät sich echt schnell. Ich brauche einmal meinen dicken, fetten Hammer. Nein. Aua, irgendwas hat sich von hinten geschlichen. Wenn es ruhig ein bisschen früher auftauchen können. Das war's wert. Viel zu viel Feuer hier. Wird einem ja ganz warm und es ist so schon warm genug. Job erledigt, Madame. Die hat sich umgestellt. Quite the fire starter, aren't ya? Aye, literally, lately. That acid gunk was a waste of time. Should have burnt them from the get-go. There were soldiers in those pits. No, they were enemy combatants. And that's why you can't fight a conventional war. This one's down to the scientists, huh? I already got science on my team. And you should leave before you change sides. No way you're not infected. Nah, no worries. I'm immune. Immune?
I heard they were looking. You might be more useful than I thought. You too. I'm getting out of here. Wanna come with? This horde has to stay contained. I won't be leaving. But here's your paycheck. Magst du mir auch mal ins Gesicht gucken? Delgado was right. They really are a bitch in sight. Huh? What is? Oh, the Pure's light turned on. First time I've seen them. A friend of mine wouldn't stop talking about the place. Die mir nicht einmal ins Gesicht geguckt hat. Oh, was zensiert ist? Eine Suchmeldung. Noch eine Suchmeldung, Quest. Guck mal, da lohnt sich manchmal halt einfach vorbeizuschauen. Ach, jetzt habe ich die Nachricht weggedrückt. Besten Dank. Die Lieferung wird um 7.40 Uhr per Landungsboot erwartet. Container 78 benötigt besonderes Augenmerk. Da sind ein paar Ersatzteile drin, aber auch ein wichtiger Aktivposten, der as soon as possible weiterbefördert werden muss. Die meisten Informationen dazu wurden in der Akte geschwärzt. Ich weiß nur, dass es sich um eine Waffe handelt, mit der man einen kurzen Prozess mit jedem Zombie machen kann. Dabei sollte man aber bisher nicht an die Genfer Konvention denken. Nicht, dass das hier eine konventionelle Situation wäre. Aber selbst dass die Waffe sich hier befindet, muss geheim bleiben. Anfrage, Unterstützung, Frachtlieferung an Bryant. Alles klar, B. Ein paar meiner Jungs scheinen ohnehin zu glauben, sie seien hier auf Urlaub. Ein wenig Körperertüchtigung wird ihnen also gut tun. Schicken Sie mir die Details, dann kann ich Ihnen einen Ausdruck machen. Anfrage, Unterstützung, Frachtlieferung an Ford. Ford, könnten Sie mir einen Gefallen tun und Ihre Jungs die Frachtladung von heute wegschaffen lassen? Gestern Nacht hatten wir es mit ein paar Sprengern zu tun. Und die Jungs kommen seitdem nicht mehr runter. Weil sie den Anblick nicht vergessen können. Hab Schack sogar unter Quarantäne gestellt. Schließlich wissen wir nicht, ob man sich nicht doch verwandelt, wenn man nur mit dem Zeug in Berührung kommt. Wenn sie jetzt keine Pause kriegen, dann gehen sie kaputt. Okay. Woher soll ich denn wissen, welcher der Container Container 78 ist? Ach, da, ne, da stehen ja drauf. Welche Nummer war es nochmal? 78. Da ist 75. Vielleicht ist dahinter ja der nächste. Da ist 78. Entschuldigung angenommen. Nein, Moment, ich erlöse den da hinten mal eben kurz. Noch. Okay, ich will glaube ich auf den Container. Ist da was drin? Nein, sonst wäre da schon was dran gegangen. Ah. No good. Okay. Die Lieferliste wurde durch eine Sprengexplosion stark beschädigt. Ist aber noch teilweise lesbar. Die beschädigte Ausrüstung zum Container zurück vernichtet werden sollen. Sie deutlich zu kennzeichnen und Trends zu verwahren. Bioabfälle oder Leichen dürfen nicht durch sofortige Entlassung. Containerinhalt, Ersatzmodul und Solarmodule für Reparaturen nach Erdbeben am Turm im Container 58 bis Bedienungssensoren dreimal zu liefern. Wo Ruh zensiert? Wertgut geheim. Nicht in Gebrauch. Bitte im Container zusätzliche Muni. Am Turm Container 58. Jetzt ist die Frage, ist der Turm gemeint?
Oder ich weiß, dass es hier draußen auch noch einen Turm hier gibt. Ich denke aber eher, dass der Turm hier hinten gemeint ist, weil da ja auch noch ein paar weitere Container sind. Okay, dann laufe ich jetzt erstmal wieder weit. Das ist eine sehr gute Frage. Aber hier bin ich richtig. Hier muss irgendwo ein Hinweis für mich sein. Sie ist ja Container 58. Blockiert ihn! Warum schwer machen, wenn es einfach geht? And here we have our egghead, working on our secret weapon for the Corpse War. Let's get a closer look. Are you insane, Delgado? Turn it off. This is a restricted area. No punching, Private. I'm just testing my equipment. Look, audio only. That's no better. And I'm no egghead. Two for flinching. Okay, okay. Look, a shipment came in. Package for you. Finally. We're starting to think the morons back home actually want this to blow up in our face. So, this is it, huh? Yep. Will it, you know, be enough? You guys do your job, and we'll never have to find out. Yeah, I know. Go babysit Greenhouse Dog and leave the puppets to everyone else. But for three more days, I gotta keep delivering parts. If I knew where anything went. Idiot. Let me look. Drop this one off at 58. And... oh? They trusted you with the priority asset? Heard it'll help mess up zombies. So, what's in here? It's need to know. And all you need to know is what priority means. You used to be fun. Ugh. Drop it by 66, near the body disposal pits. Thanks. Just handle it with care. How about one hint? Is it a box of acid? Knife-wielding scorpions? A miniature zebra? Out! Be careful out there. Rodriguez, when am I ever not? You really want an answer to that? Okay. Super weapon. At least I know where to look next. 66. Irgendwer von euch eine 66? Ich kann auf jeden Fall eben kurz die Nebenquest hier annehmen, wenn ich eh schon hier stehe. Something's attracting all these moaners. Guck mal, da leckeres hinter euch. Befolge mal, ich weiß ja eh, Container 66. Hallo. Oh fuck, don't. Oh. Oh god. Wie hast du überlebt? So, don't worry. You're safe now. You all right? Me? I'm doing great. Just great. But are you okay? You can be honest with me. I'm Bert Michaels, the chief lifeguard of this strip. It's kind of my responsibility to keep people like you safe. Oh, really? Yeah. Though even I gotta admit, I'm underperforming right now. Sure, it was brave of me to lead the zombies away, but, it meant I lost the group of stragglers I was escorting across the beach out there.
There's more people out here? Are they okay? Yeah, they gotta be, right? Though I guess with how wild the beach is now, and without an expert like me with them... No. No, I bought them enough time. No doubt. No room for doubt out here, man. I'll go find them. You will? Wow, that's great! That means we can split the search. I can stay here, in case they come back, of course, and you can follow their trail. Try to find someone out there. I'm sure some of them ran towards the police station's parking lot. Ja, da kann ich mal vorbeischauen, wenn ich da hin will. Ich suche eigentlich gerade eher was anderes. Der Container 66 muss da drin sein. Is this the right channel? This is Bert Michaels. If you find anyone, you can radio me on this channel. I did. Fast vergessen. Let me know. Yeah, I know how a radio works. Heading for the... Die Polizeiwache... Ja. Wenn die in die Polizeistation rein sind, sind sie tot. Come on, guys. You don't have to go home, but you can't stay here. Ich nutze die Gegner einfach für mich. I'm at the station, Bert. No signs of life. No one's there? Oh, but I mean, that's a good thing, yeah? Must mean they made it to the stores like they planned after all. Oh, that's good. The stores? I'll go check them out. Okay, wenn ich jetzt den ganzen Weg da absuchen soll, dann sage ich erstmal das mal später. Und suche weiter Container 66. Der muss ja dann eigentlich da ganz hinten sein, wenn er hier vorne nicht ist. Der könnte auch der Rückseite sein. Da, wo ich gerade eben den Feuerteufel gespielt habe. Da könnte der Container sein. Da ist 82. Da ist 66. So ein Drecksschlachter einfach. Okay. Leitung erstmal finden. Und diese ausschalten. Dahinter. Oh. War das Delgado, den ich gerade umgedietet habe? Habe ich mir doch gedacht. Oh, eine legendäre AK. Ach, hier drin. Platzen immer so schnell. Wahrscheinlich Vorfreude. Warte mal, vergleichen. Das ist die, die ich gerade bekommen habe.
Die ist auf jeden Fall stärker. Das steht außer Frage. Die Feuerrate ist ein bisschen geringer. Die Genauigkeit geht so. Das ist eine Blutungswaffe. Die hat aber Blutdurst und taktisches Nachladen standardmäßig. Nee. Hatte Blutdurst und Outsritz. Wunder hat's. Wenn du einen Zombie tötest, hast du die Chance, Zombies in der Nähe Blutungsschaden zuzufügen. Wenn du einen Zombie tötest, erhältst du einen moderaten Schadensboost. Und es hat überlegenen Perforator. Wenn ich vor der Nagelpistole das ändere, dann habe ich eine gute Blutungswaffe. Jetzt können wir uns auch der Promenade hier mal widmen. Kann ich auch die Abkürzung über die Karte nehmen. Hey, there's a load of zombies trying to get into the Venice kitchen. Could be people inside. You found someone? Yes! I do remember them talking about that place. I'm 100% certain. You gotta clear the area and get them out. Bin schon dran. Oh, wieder was zum Verkaufen. Zombies are gone. Gonna get the shutter open. That's amazing. Ein Hirschhornmesser. Don't forget to tell him Bert Michael sent you. Hey, anyone? Oh, puta. Hello? Jemand aus Berts Gruppe. I should probably talk to them. Make sure we're all cool. Not now, Bert. Ich glaube, ich warte erstmal, dass der nach Hause kommt. Wenn er drin gegen den kämpfen, wäre ein bisschen doof. So, geht mal alle zu ihm hin. Guckt mal, er hat lecker. Lecker, lecker. In so einem Fall ist eine Schrotflinte immer noch am besten. Nutz dich mal, ne? Autschen! Was ist denn da neben mir explodiert? Ich glaube wirklich, dass sie durchschlagend ist. Wartet mal, stellt euch mal eine Reihe. Ja, so kann ich es super prüfen. Genau in dem Moment hat er sich weggeduckt. Ich will doch nur wissen, ob das Teil durchschlagend ist. Ich glaube, der eine aus der Truppe hat alle anderen direkt vernichtet. Was hat er hier drin eine ziemliche Sauerei gemacht? Ach, einer steht noch. Die sind doch alle tot. Bert, there's nobody here. Just a bunch of old corpses. There's no one alive? No, no, no. I hoped. Somebody had to have survived. It's only been a few days. Oh. Stay there. I'm heading back. Yeah, and you better still be there. What? You think I would run? Now? Oh, oh, Christ on a biscuit! Okay, okay, well, well, I can't right now, so please hurry! Ah, jeez. This guy's a moaner magnet.
Ihr habt Papa. Ey, nicht nur für einen. Hallo. Kommt mal alle mit. Hier ist Papa für euch. Oh, hat schon einer. Dann halt so. Jetzt kann ich es prüfen. Ja, ich glaube, der da hinten hat auch Schaden bekommen. Hey, Lady. Haben Sie schon mal was von Ruhestörung gehört? Das ist halt sein ganzer Trupp, der sauer auf ihn ist, ne? So, ich komm schon, Bird. Bleib doch einfach liegen. Ach, da ist noch einer. Alright, Bert. Time to fess up. Ach, Bert. Wie konntest du nur? Wie konntest du mich so anlügen? Warte. Das Messer sieht cool aus, ist aber echt scheiße. I'm sorry. What was that all about? You sent me looking for dead people. I know, I fucked up. Come on. Tell me what happened. You need to get it out. That group depended on me. I was their hero. When the freaks attacked, I just froze. Hid here. But someone had to have got out alive. Just one person. They just had to. Right? Right? We all fuck up, dude. You're the only one who survived here. And you're gonna have to live with that. Get to the blue crab, okay? It's safe there. Ach, Bert. Also, nö, der Charakter hat schon recht. Jeder baut mal Scheiße. Okay. Wieder eine weitere Nebenquest erfolgreich abgeschlossen. Dass ich nichts weiter herstellen kann. Einmal kurz den Waffen nachladen. Vielleicht kann ich ja dann was herstellen. Ich hoffe, der kommt zumindest sicher dort an. Glaube ich wirklich für ihn. Aber ganz ehrlich, man kann es ihm nicht verübeln. Es gibt viele, die in so einer Situation einfach nur Panik bekommen würden. Also alles gut, würde ich sagen. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn alle überlebt hätten, aber Hauptsache es hat überhaupt einer überlebt. Auch wenn er hätte besser reagieren können. So, Davis, sag bitte nicht, dass der in der Kanalisation ist. Wenn der in der Kanalisation ist, dann scheiße. Die Kanalisation war echt zum Kotzen. Och, nee, leck mich doch. Ich vergesse die ganze Zeit, ne?
Oh, die Nagelpistole ist ganz effektiv gegen den. Schön, das zu wissen. Nagelpistole effektiv gegen Schlachter. Tschüss. So lernt man fliegen. Bitte lass mich nicht in die Kanalisation wandern. Ich hasse die Kanalisation. Okay, irgendwo hier. Ich frage mich, ob wir eine dieser vermissten Personen mal lebend vorfinden werden. Zum Glück sind es die Busse und nicht die Kanalisation. Nee, definitiv hier in dem Bereich. Als ich an dem Gulli war, hat er direkt gesagt, nee. Da ging der gelbe Balken oben weg. Das heißt definitiv hier. Ich muss nur gründlich suchen. Bisher finde ich nichts. Ah, da sagt er mir. Warum auch immer der mir jetzt einen roten Pfeil hier zeigt. Okay, ich habe eine Lösung dafür. Ein Wort, Universalpulver. Nein, Mann, echt nicht. Wir geben dein blödes Pulver nicht als Abschlussprojekt ab. Kein Wort. Keine Antwort. Bist du jetzt eingeschnappt? Hey, ist der Bus schon weg? Wo zur Hölle bist du, Davis? Du hast die Evakuierung nach Venice verpasst. Alle glauben, du bist tot. Ich bin im Bus auf dem Weg zum Pier. Davis, bei Evakuierungsrouten kann man nicht wählerisch sein. Ich will gar nicht evakuiert werden. Ich werde dem CDC helfen. Jetzt kann das Universalpulver zeigen, was es drauf hat. Das ist nicht dein Ernst. Das ist ein Placebo-Diätpulver aus Haifischflossen. Davis, du hast abgenommen, weil du 2 Wochen lang nichts als Pulver gegessen hast. Gewichtsverlust ist nur eine der vielen Anwendungsmöglichkeiten des Universalpulvers. Es heilt 99% der geteilten Krankheiten, erhöht die Anzahl heilender Moleküle und sorgt für sofortige Schmerzlinderung. Vollumfänglich getestet und verifiziert durch mich. Und bald schon mit dem CDC-Gütesiegel. Echt jetzt? Keine Antwort? Na, wer ist jetzt eingeschnappt? Weil sie ihre Chance auf den großen Durchbruch verpasst hat. Okay. Santa Monica's the place. Spielt mal damit. Ich habe Rose gefunden. War ja auch von irgendeinem Geschäft. Nein, Rose, sei still. So, ich habe den Lagerschlüssel für Rose Geschäft. Welches von den Geschäften war von Rose? Eins von den dreien, obwohl das hier nicht. Ich glaube, das hier ist das von Rose. Ich glaube, dass das nämlich das Tattoo-Studio war. Boah, die Munition geht echt schnell weg. Ja, das war das Geschäft von Rose. So, Rose, dann lass mal rüberwachsen. Oh, schwarze Magie. Was für ein schöner Baseballschläger tatsächlich.
Schläger, den lagere ich ein. Ach, die blöde Pute ist hier. Then I'm friendly too. Name's Ezekiel. People call me Zeke. Seeing as we're all stuck out here, anything you want to trade? Die Frau ist neu. Sitting around just singing my board song. Sitting around just singing my board song. Ja, solltest du auch nicht mit aufhören. Da sind noch 2 Nebenquesten und 12 interessante Dinger. Die Suchmeldungsquesten kamen ja eher von hier. Suchmeldequesten haben wir dort jedenfalls abgeschlossen. Obwohl, oder zählt das als eine Nebenquest? Weiß es gar nicht. Jedenfalls hier haben wir gleich 2 Questen. Ist irgendwo eine Nebenquest aufgetaucht? Warum sind hier 2? Stimmt ja, die konnte ich ja öffnen nach dem letzten Mal. Besser ein Nahkampfversänger. Hey, looks good. Just gotta get inside. Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich reinkomme überhaupt. Okay, which bus were you riding? Gib mal für das Material. Ich sag einfach mal nope. Mit dem Revolver muss ich noch die in den Erfolg vollkriegen. So, Davis. Bist du Davis? Warte mal. Eben kurz. Herausforderungen. Pistole Lero. Ach so, einfach nur generell mit Handfeuerwaffen. Das ist Davis. Okay. Beste Art und Weise, wie ich das nutzen konnte. You are not what I expected. Oh man, you were trying. So. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Tor. Sie haben deinen Vater, dem Flachmann, mit deiner Medizin abgenommen. Deshalb ist er jetzt krummelig. Du musst ihm mehr davon machen. Geht es dir gut, Schätzchen? Kümmert sich das CDC um dich? Diese CDC-Idioten hören mir überhaupt nicht zu, Mom. Sagen, ich soll mich raushalten und zum Bus zurückgehen. Die denken, weil ich noch nicht mit promoviert bin, wäre ich unqualifiziert. Dabei habe ich Beweise, dass das Universalpulver hilft. Mich und ein Foto von meinem alten, schwabbeligen Ich. Mach dir keine Sorgen, Mom. Bei dem Bus hatte sich ein Mädchen versteckt, das gebissen wurde und sich gerne von mir retten lassen wollte. Sobald sie aufwacht, habe ich einen lebenden Beweis, dass es wirkt. Guten Flug, Mom. Bis ganz bald. Hätten fehlgeschlagen. Oh. Hätte es bei mir sein sollen. Dann hättest du einen lebenden Beweis gehabt. Hm? Ach so, hi. Habe ich dich beim Kacken gestört? Es tut mir aber leid. Es
hier jetzt immer noch eine Nebenquest? Rita? Ich glaube, sie sucht jemanden. Du hast eh einen Schaden. Ja, hier ist noch eine Quest verfügbar. Bei der Ocean Avenue sind 4. Da wissen wir ja, die Frau, die Körperteile haben will. Helperin Hotel sind wir fertig. Bei R müsste ich nochmal. Monarch Studios sind auch so gesehen fertig. Ja, haben doch schon gut was vom Spiel geschafft. Nächstes Mal gucke ich hier mich nochmal um, ob ich die Person finde, die eine Nebenquest für mich hat. Eventuell auch mal hier bei R vorbeischauen. Vielleicht will in Emmas Anwesen ja irgendwer was von mir. Kann er ja zumindest einmal drüber streifen. Auch Suchmeldungsquesten haben wir zu dem Zeitpunkt, abgesehen von Ocean Avenue, alle abgeschlossen. Die zählen ja auch so gesehen als Nebenquesten. So, das Ding mal weg übrigens. Und den Hammer, den kannst du haben. Sofern der nicht besser ist. Oh, der ist, das wäre ein besserer Liquidierhammer. Dann kannst du den alten haben. Cool. Ich glaube, auseinandernehmen bringt mir eben mehr. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich glaube, ich habe ein bisschen überzogen. Nee, habe ich noch nicht. Amanda, sei ruhig. Ja, wenn es euch gefallen hat, bei YouTube Abo und ein Like da lassen. Auf Twitch ein Follow. Beides ist gegenseitig in den Beschreibungen verlinkt. Und wie immer verabschiede ich mich von YouTube als erstes an der Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.